Jetzt. Ja, hallo Meinung. Ja, etwas, was mir am meisten gefällt, ist der Wald. Da kannst du durchatmen. Aber ich muss dir noch was erzählen. Das ist so haarsträubend. Das glaubst du alles gar nicht. Sagst, schau mal, was ist denn mit der Menschheit oder was ist denn mit den Deutschen los? Ne? Da ist also Folgendes. Die EKD, Evangelische Kirche Deutschland, da ist ein Buch erschienen. Und zwar heißt es, Württembergs Kirche wirbt für bessere Willkommenskultur. Das Buch endet mit Ratschlägen. Da heißt es zum Beispiel, wenn du zum Flüchtling gehst, nimm keinen Hund mit. Ist wirklich wahr. So, dann heißt es kulturelle Tipps und praktische Anregungen. Das Buch endet mit kulturellen Tipps. Wenn man zum ersten Mal mit einem Menschen aus zum Beispiel orientalischen Ländern verbringt, lass deinen Hund zu Hause. Warum? In diesen Kulturen gilt der Hund als unrein. Mhm. Seinem Gegenüber sollte man nie direkt widersprechen, sondern indirekt. Das sei eine Frage des Ehrverständnisses. Ich weiß nicht. Also, das ist so irre, das glaubst du nicht. Pass auf, körperliche Berührung, auch Händeschütteln mit Personen des anderen Geschlechts gelten bei einigen als Tabu. Auch hier ist es den Autoren zufolge wichtig, Zurückhaltung zu bewahren. Meine Gott, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir sprechen hier von der Evangelischen Kirche Deutschlands. Ich meine, die sollen sich doch lieber darum kümmern. Ich meine, gut, der Bedford Strom, beteiligt sich jetzt am Schleppertum im Mittelmeer. Sea-Watch 4, die katholische Kirche, ihr solltet lieber die sexuellen Missbrauchsfälle mit Schutzbefohlenen aufarbeiten. Du denkst doch eigentlich bloß nur, du bist hier in dem Land im Irrenhaus. Also ganz ehrlich, wenn du zu diesen Kulturen, wenn du dort, lass deinen Hund zu Hause, widersprich nicht, anfassen ist tabu. Sag mal, wo lebe ich denn hier? Aber jetzt müssen da die Menschen, da kannst du ja nicht mehr mit Zurückhaltung warnen, diejenigen, die sagen, ach, das müssen wir akzeptieren und. Mensch, eure devote Art, die bricht uns das Genick. Das ist wirklich, das ist ein Wahnsinn. Diese grenzenlose Toleranz bis zur Selbstaufgabe. Aber ganz ehrlich, ich als Initiator und Verantwortlicher bei Hallo Meinung sage, damit habe ich ein für alle Mal die Schnauze voll. Deshalb habe ich auch denn die Gemeinnützigkeit, will ich nicht mehr. Weil ich einfach sage, das kann doch nicht wahr sein, die bis zur totalen Selbstaufgabe. Also wenn wir zum Flüchtling gehen, wir müssen den Hund zu Hause lassen, keine Berührungen, nicht widersprechen. Mein Gott, ich frage mich, warum eigentlich immer noch so viele Leute in der Kirche sind. Ist ein Witz, ganz ehrlich. Bedford Strom, mein lieber Scholli, da geht doch der Hut hoch. Ganz ehrlich, macht ihr das mit? Wer das mitmacht? Na, ihr seid auch dran schuld, wenn unsere Kultur, wenn das Land hier untergeht. Also lasst euch mal durch den Kopf gehen, ich stelle das mit rein, aber ich kann das nur mit Kopfschütteln und sagen, des Wahnsinns. Ich wünsche euch was. Ne? Lest es euch mal durch. Bin gespannt auf eure Reaktion. Tschüss. Hallo, ich liebe Deutschland. Ich sage genau, warum Deutschland lieben. Weißt du, ich bin jetzt kein Christ, aber die Kirche machen viel für uns, machen sehr viel. Wie heißen evangelische EKD, evangelische Kirche Deutschland, das ist wunderbar. Deutschland ist ein Land, das musst du einfach lieben. Es ist wunderschön. Weißt du warum? Ich sage dir doch warum. Das heißt also, wenn du in mein Land kommst, dann hast du dich nach unserem Land zu richten. Das ist völlig normal für dich als Deutscher, du kommst dorthin, völlig normal. Das heißt also, meine Kultur musst du anerkennen. Wenn ich zu dir komme, weißt du, was du machen musst? Du musst meine Kultur anerkennen. Völlig normal. Warum auch nicht? Du bist Deutscher. Jetzt wollen wir darüber reden, was du machen musst, wenn du zu mir kommst. Ich bin nach Deutschland gekommen. Ich mag nichts arbeiten. Du arbeitest für mich, ist auch kein Problem. Das machst du gerne. Das wird dir auch von Politik und von der, wie heißt das hier in Deutschland, von den Medien, wird dir das auch gesagt und die Kirche macht es auch. Keine Frage. Pass auf, ich sage dir, wenn du zu mir kommst, was du machst. Relativ einfach. Du kommst zu mir, du hast einen Hund, lasse diesen Hund zu Hause. Nichts Hund mitbringen zu mir. Hund in mein Land, Kultur unrein. Du nichts machen. Du verstehst? Sage dir weiter, was du machen musst. Du kommst zu mir und zu meinen Freunden, du nichts widersprechen. Das heißt also, genau überlegen, was du mit mir sagen. Das ist gegen mein Ehrgefühl. Das ist über das in diesem Buch. Dieses Buch ist sehr gut. Das heißt also, Buch Evangelische Kirche. Wunderbar geschrieben. Wunderbar. Das heißt also, richte ich nach uns. Wenn du zu mir kommst, nichts widersprechen. Das ist gegen mein Ehrgefühl. Geht weiter. Dann geht weiter. Pass auf, ich sage dir, meine Deutsch ist nicht so gut, muss lesen hier. Pass auf.
Du hast nicht zu widersprechen, habe ich dir gesagt. Auch körperliche Berührung. Nichts machen. Nichts machen. Tabu. Körperliche Berührung ist ganz schlecht. Gegen meine Kultur. Ich will auch nicht, dass du Personen anderen Geschlechts handschüttelst. Weißt du, gegen meine Kultur. Das gibt es nicht. Noch einmal. Wenn du in mein Land kommst, dann richte dich um meine Kultur. Und völlig normal, wenn ich nach Deutschland komme, lebe hier, dann hast du dich nach meiner Kultur zu richten. Und evangelische Kirche sagt, das ist richtig. Habe ein tolles Buch geschrieben. Wie findest du das? Ich finde es wunderbar. Ich werde meine Freunde im Heimatland anschreiben. Wenn du nach Deutschland kommst, die richten sich nach uns. Die arbeiten für uns, die zahlen für uns. Integration musst du nicht machen. Die richten sich nach uns. Schönes Land Deutschland. Wunderbar, mir gefällt hier. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Vielen Dank.